Michael Kufer von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, schon nach wenigen Minuten dieser Debatte wird wieder einmal deutlich, dass heute der typische Oppositionsansatz, nämlich die Politik ist die Kunst des Demonstrativen, mit dem Verantwortlichen und dem Regierungsansatz Politik ist die Kunst des Möglichen kollidieren wird. Ja, die Frage der Staatsbürgerschaft stand schon mehrfach im Zentrum schwieriger politischer Auseinandersetzungen und war schlussendlich Gegenstand mühsam errungener Kompromisse. Aber die Art und Weise, wie Sie, meine Damen und Herren von der AfD, Ihre generelle Abschätzigkeit gegenüber Kompromissen zur Schau stellen, ist befremdlich. Und ich sage das ausdrücklich. Ich sage das ausdrücklich in Richtung Ihrer demokratischen Einstellung, die Sie damit offenbaren, und weniger in Bezug auf Ihre inhaltlichen Argumente, soweit Sie welche vorbringen. Und zugegeben, der Kompromiss ist manchmal nichts für schwache Nerven, aber er gehört zu den wichtigsten Lebensadern der Demokratie, und ihn zu suchen, gehört zu den Daseinsberechtigungen des Parlamentarismus. Und meine Damen und Herren von der AfD, Herr Gauland, wenn Sie hier schon immer so großen Wert darauf legen, dass Sie demokratisch gewählt sind, dann würde ich Ihnen herzlich anempfehlen, dann verhalten Sie sich auch einmal demokratisch, und dann funktioniert auch unser Zusammenleben und unsere Zusammenarbeit in diesem Parlament. Sie verwechseln in der Art und Weise, wie Sie hier einzelne Kollegen mit Begriffen und mit Vergleichen belegen. Sie verwechseln permanent politische Gegnerschaft mit Feindschaft. Und da frage ich mich wirklich, was ist mit Ihnen eigentlich los? Jetzt einmal zum Inhaltlichen. Die Staatsbürgerschaft ist, und das ist doch unbestritten, die intensivste Form der Bindung an einen Staat. Deshalb ist ja dieses Thema nicht einfach zu lösen. Eine Bindung, die notwendigerweise mit einer besonderen Loyalität verbunden sein muss. Und natürlich ist es schwer vorstellbar, diese Loyalität zu teilen, ja, in Konfliktfragen sie zu spalten. Es bleibt richtig, man kann nur einem Herrn dienen, man kann sich nicht doppelt verheiraten. Und wir wissen, ja, zu dem, was Sie sagen, sage ich Ihnen gleich noch was. Wir wissen, dass die doppelte Staatsbürgerschaft integrationshemmend sein kann. Und ja, wir mussten erst kürzlich am Beispiel des Referendums in der Türkei erleben, dass die doppelte Staatsbürgerschaft ein Anreiz für ausländische Regierungen sein kann, in die inneren Angelegenheiten unseres Staates hineinzuregieren. Ja, wie über das Instrument einer zweiten ausländischen Staatsbürgerschaft der Versuch unternommen worden ist, deutsche Staatsbürger aus dem Ausland in nicht hinnehmbarer Weise unter Druck zu setzen. Und deshalb sage ich Ihnen zunächst ganz klar Folgendes. Die doppelte Staatsbürgerschaft muss ein Ausnahmefall bleiben. Sie darf nicht zur Regel werden. Und das ist für die Union im Übrigen völlig klar. Völlig klar ist im Übrigen auch, manchmal nutzt es dann schon, wenn man einen Blick ins Gesetz wirft, dass die Optionspflicht nicht abgeschafft worden ist. Die Optionspflicht ist weiterhin der Grundsatz. Sie ist nur für die hier Aufgewachsenen eingeschränkt worden. Ansonsten bleibt sie als Grundsatz in § 29 Absatz 1 das zentrale Element in dieser Frage des Staatsbürgerschaftsrechts. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum vollständigen Bild gehören auch einige Erfahrungen aus einem anderen Blickwinkel. Zum Beispiel, dass es bei den Betroffenen zu einer Entfremdung von Deutschland kommen kann, bei Integrationswilligen zu einer Entfremdung kommen kann, wenn eine so weitreichende Entscheidung zu früh aufgezwungen wird. Und das sage ich deshalb, weil das auch nicht das Ziel einer vernünftigen Integrationspolitik sein kann. Und ich sage es auch mit Blick auf die wirtschaftspolitische Debatte von heute Morgen. Es kann auch im Hinblick auf den Fachkräftemangel wirtschaftspolitisch nicht besonders klug sein, gut ausgebildete, gut integrierte Fachkräfte, teilweise auch Akademiker, ohne Not in das Land ihrer Eltern zurückzutreiben, anstatt alles zu tun, um sie hier zu halten.
Zu einem anderen Blickwinkel gehört zum Beispiel auch, dass die Durchsetzung der Optionspflicht mit unverhältnismäßig hohen Kosten, bürokratischen Aufwand verbunden ist, bei dem gleichzeitigen Umstand, dass etwa die Hälfte der Fälle, die Mehrstaatlichkeit schon aus anderen Gründen akzeptiert werden muss, etwa weil die Aufgabe der ausländischen Staatsbürgerschaft unmöglich oder unzumutbar ist. Um diese beiden Seiten der Medaille in einen Ausgleich zu bringen, tritt die CDU-CSU-Fraktion für den sogenannten Generationenschnitt ein. Das heißt, die Mehrstaatlichkeit derjenigen, die in Deutschland aufgewachsen sind, wird hingenommen, während sich die darauffolgende dritte Generation dann für eine der beiden Staatsbürgerschaften entscheiden muss. Und mir scheint, dass dieser Weg des Generationenschnitts auch angesichts der bei den Staatsangehörigkeitsfragen naturgemäß sehr aufgeladenen politischen Gefechtslage kompromissfähig ist. In diesem Sinne bitte ich die anderen Fraktionen hier im Hause, diesen Weg zu unterstützen. Einen letzten Satz zum Gesetzentwurf der AfD. Der, meine Damen und Herren, ist aus einem ganz einfachen Grund schon von vornherein nicht zustimmungsfähig, nämlich deshalb, weil ich keinen Sinn darin erkennen kann, dass wir hier im Deutschen Bundestag als Legislative Gesetze beschließen, die nachher die Judikative, sprich das Bundesverfassungsgericht, wieder kassieren muss. So wie Sie Ihren Gesetzentwurf nämlich angelegt haben, führt er eindeutig zu einer Rückwirkung bei der Frage der Wiedereinführung der Optionspflicht für bestimmte Gruppen. Sie wissen oder Sie sollten wissen, dass ein solcher Ansatz verfassungswidrig ist. Das schafft man aber natürlich nur, wenn man sich jenseits der großen Geste hier am Rednerpult mal bereit wäre, auch mit Fakten und mit Details zu beschäftigen. Und dann würde man es auch schaffen, einen Gesetzentwurf vorzulegen, dem man dann vielleicht einmal zustimmen kann. Vielen Dank. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege.